Hannover 9,5. Jubiläum im Morgengrauen. Bei einer feierlichen Zeremonie erinnerten Pfadfinder in der ganzen Welt an das erste Pfadfinder-Zeltlager vor 100 Jahren. Dafür haben sie am Mittwoch bei Sonnenaufgang ganz feierlich ihr großes Pfadfinderversprechen gegeben. 100 Jahre gibt es die Pfadfinder jetzt schon, also seit 1907. Und inzwischen gehören 38 Millionen Kinder und Jugendliche dazu. Deshalb sind die Pfadfinder auch unser Thema heute. Das Pfadfinderlager Jump in Haltern. 1050 Jungs und Mädchen schlugen hier in den letzten zwei Wochen ihre Zelte auf. Zwei von ihnen haben wir kennengelernt. Hi, ich bin Lars, bin 14 Jahre alt. Ich bin Lisina, ich bin 16 Jahre alt. Wir sind Pfadfinder beim Stamm St. Peter Spellen. Mit ihrem Stamm haben sie auf dem großen Zeltplatz ein eigenes Lager errichtet. 28 Jungs und Mädchen sind mit in das Zeltlager gekommen. Wie alle Pfadfinder sind auch sie nach ihrem Alter eingeteilt in Wölfling, Jungpfadfinder, Pfadfinder, Rora. Geschlafen wird natürlich in Zelten. Lars erklärt uns das Lager. Ja, das ist hier eine Jurte. Das ist eine Kote. Und das sind normale Zelte. Ja, also hier schlafen wir Fadis drin, hier schlafe ich. Also die Kluft ist ein Hemd, wo man verschiedene Aufnäher drauf hat. Für jede Aktion gibt es einen Aufnäher. Und dann habe ich zum Beispiel hier den von Westernoor. Da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Und die Aktion war auch sehr gut. Und dann habe ich mir den auch sofort geholt. Ja. Und zum Beispiel den Aufnäher, das ist der BP. Und den habe ich da drauf, weil der Pfadfindergründer ist. Da habe ich mir gedacht, der muss da drauf. Solche Lager finden ja gerade überall auf der Welt statt. Und zwar auch zu Ehren von BP, denn ohne ihn wird es die Pfadfinder ja gar nicht geben. Er wurde übrigens vor 150 Jahren in England geboren. Und BP war natürlich auch nur sein Spitzname. In Wirklichkeit hieß er Robert Baden-Powell. Schon als Junge liebte er die Natur und das Abenteuer. Tierspuren lesen, Feuer machen und durch die Wälder streifen gehörte zu seinen größten Hobbys. Bei seinen Ausflügen halfen ihm häufig die Sonne und die Sterne, seinen Weg zu finden. Die Schulferien vertrieb er sich mit kleinen Reisen. Er fuhr zum Beispiel mit dem Kanu auf der Themse, einem Fluss in England. So lernte er viel über die Natur. Als junger Mann ging BP zum Militär. Als erstes kam er nach Indien. Dort sollte er junge Soldaten ausbilden. Dafür dachte er sich etwas völlig Neues aus. BP teilte seine Soldaten in kleine Gruppen ein. Jede Gruppe erhielt einen Leiter. Alle Aufgaben teilte er unter den Gruppenmitgliedern auf. Jeder machte das, was er am besten konnte. Die Soldaten sollten lernen, schwierige Aufgaben gemeinsam zu lösen. Später wurde BP nach Afrika versetzt. Hier lernte er noch mehr über die Natur, zum Beispiel auch Urwaldmedizin. Und verschiedene Jagdmethoden. Nachts am Lagerfeuer schrieb BP seine Erfahrungen aus Indien und Afrika auf. Daraus entstand ein Buch, eine Anleitung für Soldaten und Offiziere. Das Buch war aber nicht nur bei Soldaten sehr beliebt. Zu BPs Überraschung lasen es auch Jugendliche sehr gerne. So kam ihm die Idee, sein Buch extra für Jugendliche umzuschreiben. Es sollte ein Jugendbuch werden mit Anweisungen, wie man in der Wildnis überleben kann. Vor genau 100 Jahren organisierte er ein erstes Zeltlager mit 22 Jungen. Für sein Buch wollte er herausfinden, was Jugendliche besonders interessiert. Alle erhielten die gleiche Kleidung, damit man nicht mehr erkennen konnte, wer aus armer und wer aus reicher Familie kam. Auch wenn die Kleidung der Jungen ein bisschen an Militäruniformen erinnerte, ging es beim Pfadfinden nicht darum, Krieg zu spielen. Im Gegenteil. BPs Motto lautete: Jeden Tag eine gute Tat!
Die Jungen sollten sich für den Frieden und die Verständigung unter den Menschen einsetzen. Wie zu seiner Militärzeit teilte BP die Pfadfinder in kleine Gruppen ein. Jeder musste eine bestimmte Aufgabe übernehmen, zum Beispiel Koch oder Kartenleser. Er lehrte sie, sich in der Natur zurechtzufinden und brachte ihnen das Spurenlesen bei. Ein Jahr nach dem ersten Zeltlager stellte BP sein neues Buch fertig. Er nannte es Scouting for Boys. Das ist Englisch und bedeutet Pfadfinden für Jungen. Das Buch wurde ein voller Erfolg, nicht nur in England. Überall auf der Welt gründeten sich neue Pfadfindergruppen. Und kurze Zeit später entstanden auch Mädchengruppen. Die Gruppen wurden damals Girl Scouts und Boy Scouts genannt. Und so heißen die Pfadfinder in vielen Ländern immer noch. Heute gibt es ganz viele Pfadfindergruppen, die in unterschiedliche Stämme aufgeteilt sind. Und die einzelnen Stämme haben inzwischen oft ganz eigene Kluften und Traditionen. Aber der Geist der Pfadfinder, der ist in den letzten 100 Jahren gleich geblieben. Auch die Zeltlager unterscheiden sich fast gar nicht von dem allerersten, das BP damals veranstaltet hat. Im Pfadfinderlager in Haltern beginnt ein neuer Tag. Immer noch reisen Pfadfinderstämme an. Die schweren Zelte werden mit dem Auto gebracht. Beim Auspacken fassen alle mit an. Und auch die Zelte werden gemeinsam aufgebaut. Fertig. Wir Pfadfinder, wir haben ein Motto, das heißt, jeden Tag eine gute Tat. Und das bedeutet, dass jeder von uns an einem Tag irgendjemandem hilft, egal was. Ja, ich habe zum Beispiel heute von Theo das Fahrrad ganz gemacht, weil die Bremse dann kaputt war. Verpflegt werden Lars und Sina von ihren Leitern Judith und Pierre. Dabei haben sie Glück, denn Pierre arbeitet auch sonst als echter Koch. Gegessen wird gemeinsam in der Jurte. Es gibt Hähnchen und Tzatziki. Weil es allen so gut geschmeckt hat, bekommt Pierre der Koch hinterher eine Rakete. Pfadfinden bedeutet halt so den richtigen Weg im Leben finden. Also man ist ja mit der ganzen Gemeinschaft, man wächst ja immer weiter und man wird immer größer, man nimmt viele Erfahrungen mit und halt den richtigen Weg im Leben zu finden. Ein Tag im Pfadfinderlager endet natürlich mit einem richtigen Lagerfeuer. Die Wölflinge zeigen uns bei der Gelegenheit die Pfadfinder-Handzeichen. So begrüßt man Pfadfinder. Und wenn man ein Gespräch macht, macht man auch dabei so, weil der Große schützt den Kleinen. Gemeinsam am Lagerfeuer sitzend geht der Tag im Pfadfinderlager zu Ende. Na dann, gute Nacht. Nacht! Nacht! Es gibt übrigens auch berühmte Persönlichkeiten, die früher bei den Pfadfindern waren. Zum Beispiel die Königin von England, Mariah Carey, unser Bundespräsident Horst Köhler und mich. Ich war früher nämlich Wölfling und Pfadfinder beim Stamm der Askanier. So, jetzt muss ich mich aber mal ums Feuer kümmern. Mehr über die Pfadfinder findet ihr auf unserer Internetseite und zwar unter www.neuneinhalb.wdr.de. Also dann gut Pfad und bis nächsten Samstag. Wir sehen uns.